Willkommen zu Frequent Traveler TV und heute ist es wie auf der Rennstrecke, eine Sendung jagt die andere. Meilenmittwoch, aber an einem Donnerstag. Ich habe für euch wieder frisch gepresste Meilendeals, weil ihr mir gesagt habt, ja, können wir da nicht eine dedicated Sendung zu machen, andere Sachen interessieren mich nicht. Hey, okay, machen wir Meilenmittwoch als Themenkomplex, wo wir uns um das Thema Meilen, mehr Punkte und mehr Status kümmern. Und Themen, die ich für euch für heute habe, ist IHG Ambassador-Angebot, nachdem der Ambassador ausgelaufen ist. Dann IHG verkauft wieder Punkte, 80% Bonus. Dann haben wir ein Thema vom Türkisch Miles and Smiles. Da gibt es zweifache oder dreifache Meilen, wenn man türkisch fliegt. Marriott Bonvoy, die haben eine Avianca Live Miles Promotion. Wir haben dann noch Eurowings. Nee, das war vorher. Habt ihr die Sendung übrigens gesehen? Von heute schon? Also die eigentliche vom 15. Gucken wir mal. Auf jeden Fall dann die nächste Sendung ist Marriott Bonvoy, Bonuspunkte und Elite Nights Promotion. Die hat jetzt ihren Start gehabt gestern als Erinnerung. Und für alle, die natürlich dort amerikanische Kreditkarten haben wollen und liebäugeln, wir haben zum Beispiel für Kunden jetzt gerade wieder Tickets mit Anna gekauft und die haben 1.000 Euro und mehr gekostet oder Dollar. Und dafür gab es 25.000 Membership Rewards Punkte. Und wenn man diese ordentlich einsetzt, damit war das Ticket zu einem Großteil bezahlt, wenn nicht sogar komplett bezahlt. Also, diese Themen haben wir heute für euch im Köcher am Meilenmittwoch, allerdings an einem Sonntag. Ja, ich muss es sagen, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, lasst ein Like da, kommentiert unten, stellt Fragen, schickt mir eine Nachricht hier, ich muss mal gucken, warte mal, da ist es, stellt mir hier Fragen und dann werde ich da gerne drauf eingehen und werde diese dort gerne nochmal für euch in einer Art und Weise aufbereiten in einer Sendung, vielleicht in einer eigenen Sendung, ja. Kommentieren, abonnieren oder kommt zum Stammtisch. So, jetzt lasst uns starten, genug gesabbelt. Und zwar das erste Thema ist der IHG Ambassador. Ihr sagt jetzt natürlich, was ist der IHG Ambassador? Wenn ihr es nicht wisst, IHG Ambassador ist eine Bezahlkarte. Damit bekommt man bei IHG in den Interconti-Hotels den Ambassador-Status. Der Ambassador-Status bringt einem Vorteile, heißt 4 Uhr Late-Checkout, dann eine Kategorie kriegt man ein Upgrade und natürlich einen BOGO. Ein Free-Night-Voucher übers Wochenende, der mittlerweile leider immer schwieriger geworden ist einzulösen. Aber Buy One, Get One ist das, was es heißt. Normalerweise ist es so, wenn man für dieses Programm sich entscheidet, dann kostet das entweder 40.000 Punkte oder dann 200 US-Dollar. Aber das ist halt immer so ein Angebot. Wenn man das vor Ablauf macht, kriegt man sogar noch 15.000 Bonuspunkte zurück, wenn man es Cash macht. Also da hat man dann wieder einen Vorteil zurück und mit dem BOGO ist es kostenlos und es gibt einen Platin-Status. Aber es gibt jetzt wohl eine Promotion, wo ihr, wenn euer Ambassador aus dem letzten Jahr nicht länger als 2 bis 6 Monate expired ist, wo ihr das zu den alten Konditionen mit den zusätzlich 15.000 Punkten machen könnt. Jetzt sagt ihr natürlich, soll ich das machen? Soll ich das, hups, da haben wir am Tisch gewackelt, aufpassen, aufpassen. Soll ich das machen? Ich persönlich habe von IHG Abstand genommen, weil ohne den, selbst der Diamond-Status, den ich da hatte, der ja durch den IHG Ambassador verlängert worden ist, obwohl es keine Bedingung war, sondern es gab immer nur einen Platin-Status, aber man, wenn man ihn hatte, dann wurde der halt immer verlängert. Das ist halt geändert worden und ich bin bei IHG immer unglücklich gewesen. Ich habe da nicht die Konsistenz gehabt, obwohl ich in Helsinki in IHG-Hotels übernachtet habe, am Bahnhof oder in diesem Indigo-Hotel. Da solltet ihr wirklich mal eure Erfahrungen mit IHG kommunizieren. Sagt ihr, dass ihr den Platin-Status in irgendeiner Art und Weise dort toll findet oder auch den Service toll findet? Der einzige Vorteil von Holiday Inn Express oder Holiday Inn ist, dass sie halt wirklich überall sind und wenn man nur schlafen will, dann sind die Buden relativ gut. Vom Frühstück her finde ich das jetzt nicht so prickelnd, gibt natürlich einige Ausnahmen, aber ist nicht meine Kette, deshalb mache ich es nicht. Ihr könnt natürlich schreiben, ob ihr das jetzt als Angebot macht und ob man vielleicht das Ganze auch auf Kimpton ausweisen soll, aber Kimpton, geht das nicht irgendwo anders hin? Naja, nun gut. Und Regions Brand.
Auch wichtig ist natürlich, dass man hier nochmal gucken möchte, dass man, ja, wenn man IHG-Fan ist, ich sage jetzt amerikanische Kreditkarte haben soll, weil da gibt es nämlich die Möglichkeit mit der Kreditkarte, dass man dort die vierte Nacht kostenlos bekommt. Ja, dann wäre das Programm wieder cool, weil für mich ist IHG wirklich nur so ein Programm, was ein Punktesammelprogramm ist, ein Bonusheft. Aber hier eure Kommentare, das, was ihr dazu denkt. Jetzt genug Bashing gemacht. Und IHG-Punkte mit 80% Bonus kaufen. Natürlich Bonus immer kaufen, dann, wenn es Sinn macht. Lass uns mal das ganze Angebot angucken. Und zwar ist es so, dass man die 80% bekommen kann, aber es ist jetzt nicht so ein Burner-Angebot. Aber wenn man Punkte unbedingt braucht oder einen Use Case hat, dann kann man halt vielleicht nicht warten, bis es wieder 100% gibt. Also deshalb 80% ist okay-ish, aber da wirklich nur gucken, dass man die nimmt, die man braucht. Und verkauft werden sie natürlich wie immer von points.com. Heißt also, bis zum 7. März ist der Aktionszeitraum. Man kann maximal 150.000 Punkte kaufen. Minimale Anzahl sind halt 5.000 Punkte. Und aber sie zählen halt nicht für den Status oder sowas. Ne? Und ihr wisst ja, dass die Zahl an Punkten, die ihr kaufen könnt, auch begrenzt ist. Und deshalb halt wirklich gucken, dass ihr da wirklich nur kauft, wenn ihr es braucht. Aber ich möchte es euch nicht vorenthalten am Meilenmittwoch. Genauso wie ich euch nicht vorenthalten möchte, das Programm von Marriott Bonvoy, mit dem ich mich wieder ja, angefreundet habe. Ja, ich mag sie wieder ein bisschen. Also sind auch. Ja, sorry. Ich bin auch nur ein Mensch. Aber auch hier könnt ihr natürlich mal schreiben, was ihr zu Marriott Bonvoy haltet und wie ihr es findet. Und vor allem, welchen Status ihr habt. Das könnt ihr machen. Ich selber pendle zwischen Titanium und manchmal Ambassador. Aber ich fand jetzt den Unterschied zum Ambassador gerade während Covid nicht wirklich so groß. Aber kommentiert unten und was ihr davon denkt. Auf jeden Fall, viele von euch sammeln ja bei Live Miles die Meilen, weil sie sehr gut eingesetzt werden können für die First Class bei Lufthansa zum Beispiel. Und da gibt es jetzt eine Promotion. Je nach Marke kann man bis zum 31. Mai 1000 oder 2000 Bonuspunkte bekommen bei Live Miles. Die 1000 Bonuspunkte gibt es, wenn wir bei Marken von Marriott wie Fairfield Inn, Courtyard bei Marriott, Marriott Executive Apartments, AC Hotels, Residence Inn, Four Points bei Marriott und Loft Hotels übernachten. 2000 Punkte gibt es, wenn man bei Marriott Hotels & Resorts, Sheraton Hotels, Delta, Westin, Le Méridien, Renaissance, Autograph Collection, Tribute Portfolio Edition, Ritz-Carlton und Luxury Collection St. Regis und JW Marriott übernachtet. Also W by JW Marriott. Nein, End. Aber egal, ihr wisst, was ich meine. Da gibt es die Punkte. Wichtig ist, dass ihr aufenthaltet mindestens 2 Nächte sein müssen. Und ehrlicherweise ist das schon in Ordnung, aber es ist wichtig so, dass die Reservierung muss gemacht werden zwischen dem 1. Februar und dem 30. April für Aufenthalt zwischen dem 1. Februar und dem 31. Mai. Also da der Zeitraum noch gut. Wer Meilen sammeln möchte, am kostenlosen Gaul schaut man nicht ins Maul. Deshalb haben wir auch direkt noch die zweite Warnung, hätte ich fast gesagt. Denn man kann dieses Ganze auch staggern und deshalb muss ich auch die Reihenfolge ändern. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht direkt gemacht habe. Kann man bei Marriott jetzt auch mit der Promotion Punkte sammeln. Und zwar ist es so, dass man Punkte sammeln kann, wenn man 1000 Bonuspunkte für als Bonus und dann natürlich auch die Freinacht. Also das heißt, dass man wesentlich schneller Status bekommt. Wenn man nämlich Nächte sammelt, dann kriegt man auch eine Bonus Elite Night pro Nacht. Und ja, wir müssen natürlich noch immer im Hinterkopf behalten, dass die Promotion nicht funktioniert. Also es gibt da Promotion-Issues. Und da muss man natürlich dann halt sagen, ja, es gab Probleme, anrufen. Ich hatte dazu ja auch was schon in der Sendung gesagt. Wichtig ist, dass man wirklich die Promotion, dass man sich registrieren muss. Auch wenn es nicht klappt, dann ruft an oder schreibt. Ne? Und nimmt das Ganze mit, weil schneller kriegt ihr den Status nicht wirklich. Jemand, der ein Lifetime Platinum hat oder ein Lifetime Titanium hat, dem ist es wurscht Wumpe. Aber für alle die, die den Status haben wollen, ist es jetzt eine Möglichkeit. Aber man kann diese Promotion nicht mit einer Fast Track Promotion kombinieren. Nur als Hinweis. Und das Ganze dann quasi
nur nochmal für euch im Hinterkopf, dass ihr dann nicht einfach sagt, ja, ich brauche nur 8 Mal übernachten, weil ich brauche 16 Nächte, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die Promotion, die eigentlich dazwischen kommen sollte, das ist die von Miles and Smiles. Da gibt es doppelte Punkte oder dreifache Punkte bei Flügen mit Turkish Airlines, wenn man dort mit denen fliegt. Und zwar ist das so, das Miles and Smiles ist ja bei vielen von euch ein Programm, was ihr nehmt, weil ihr sagt, da könnt ihr den Status einfacher erreichen. Oder ihr findet einfach Turkish Airlines als Airline wesentlich besser, weil sie Do & Co. haben, weil es Service Level besser ist, weil es Catering besser ist. Also weil euch das Ganze wesentlich besser zu Gemüte kommt und zu Pass kommt. Da gibt es jetzt eine Promotion. Ihr müsst lediglich bis zum 24. März 2024 eure Flüge buchen und bis zum 11. August müsst ihr fliegen. Es ist egal, ob das sich um einen Return, einen One-Way oder whatever Flug handelt. Also das heißt, es muss wirklich nur gebucht werden. Und die gibt es auf jeden Fall, wenn ihr bei der Buchung oder bei der Reservierung eure Miles and Smiles Nummer in der Buchung hinterlegt. Also nochmal, Ticket muss ausgefüllt werden oder gekauft werden bis zum 24. März. Abflug, Reisedatum kann ab sofort sein bis 11. August. Und dreifache Meilen gibt es für die Business Class. Für die Economy Class gibt es doppelte Meilen. Dann gibt es da keine Restriktion für Inlands- oder Internationalflüge. Also es gilt für alle Flüge. Und es werden aber wirklich nur die Prämienmeilen verdoppelt. Es gibt keine doppelten Statusmeilen. Aber Prämienmeilen macht ja durchaus Sinn. Die Gutschrift erfolgt immer eine Woche nach dem Flug, so ungefähr. Und wichtig ist, dass ihr Meilenticket natürlich keine Meilen für bekommt. Was ist noch wichtig? Ihr könnt euch registrieren, müsst aber nicht. Ihr müsst euch halt vor der Buchung in eurem Miles & Smiles Account einloggen und dann in der Buchung direkt hinterlegen. Oder wenn ihr selbst auf turkishairlines.com bucht und euch in euer Konto einloggt und dann bucht, dann ist das natürlich auch hinterlegt. Und spätestens vor dem Flug müsst ihr das machen. Aber da sollte es ja kein Problem geben. Da bin ich mal gespannt. Ich denke mal, dass man damit natürlich so ein bisschen die Leute wieder von der Palme runterholen will, von der Meilenentwertung. Und das ist natürlich auch so eine Geschichte, wo ich da ganz klar sage, burn while you earn, heißt also, Meilen sind nicht dazu da, dass man damit dann irgendwelche Wettbewerber gewinnt, weil man so viele hat. Wer clever ist, benutzt sie, während er neue generiert. Und wir sind schon beim letzten Thema der heutigen Sendung, bei unserem Meilen-Mittwoch, bei unserem neuen Format. Und da geht es um amerikanische Kreditkarten. Und ich bin ein großer Freund von amerikanischen Kreditkarten. Und gerade jetzt hat American Express wieder eine Promotion aufgelegt. Wenn man bei ANA Airlines bis zum 10. März 1.000 Dollar umsetzt, kriegt man 25.000 Membership Rewards Punkte, mindestens 1.000. Ihr könnt natürlich auch mehr ausgeben, aber es bringt halt nicht mehr. Wer halt den Holy Grail haben will, braucht einfach für 1.000. Aber denkt jetzt nicht auf die Idee kommen, da einfach was für 1.000 kaufen und dann wieder zu stornieren. Das funktioniert nicht. Das ist wichtig, dass das ein Umsatz gemacht werden muss, der direkt mit die US-Webseite gemacht wird, also flyana.com. Das ist so. Und man muss halt wirklich gucken, dass man da dann halt auch einen Use Case hat. Gerade aber für Leute, die einen Round the World buchen wollen oder sich selber zusammenstricken wollen und damit ANA fliegen wollen, ist das natürlich eine wunderbare Möglichkeit, da Punkte zu sammeln. Und wichtig ist halt, dass man dort diesen Pacific-Lag mit überwinden kann mit der ANA. Sehr schön, wenn man zum Beispiel von der Oneworld kommt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Flying Ono schon ein geiles Teil. Ist zwar von Hawaii, aber 380er, geiles Flugzeug. Auch von der Menge her, die 25.000 Membership Rewards Punkte, ist einer der besten, die ich je gesehen habe für 1.000 Umsatz. Da ist fast der Welcome-Bonus nicht mehr zu toppen, wenn man überlegt, Welcome-Bonus 6.000 und man kriegt 100.000. Das ist dann schon eine andere Geschichte. Und ich glaube auch, dass man damit halt wirklich viel Geld sparen kann. Aber sprecht mich an auf amerikanische Kreditkarten, mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status. Ihr kennt das Motto ja von uns. Und schreibt doch unten in die Kommentare rein, nachdem ihr den Kanal abonniert habt, was ihr von dem neuen Format haltet. Meilen Mittwoch, aber heute an einem Donnerstag. Es sollte mittwochs immer kommen. Also ich werde vielleicht auch mal
je nachdem, zwei Sendungen machen, muss ich mal gucken, wie wir es machen. Ich will mir da aber nicht wieder zu viel Arbeit aufhalsen, dass ich das nicht machen kann. Oh, hat die Kamera jetzt gewackelt oder? Nee, das wackelt im Hintergrund. Ich habe hier auch einen Sitz. Auf jeden Fall, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, Glocke anzumachen, zu kommentieren. Ganz, ganz wichtig, wirklich. Ich möchte wirklich wissen, was ihr zu dem neuen Format denkt, wo wir wirklich nur exklusiv über meinen Punkt und Status reden. Und weil es gestern gefragt worden ist, ja, ihr kriegt dieses vorab, wenn ihr Kanalmitglieder ab Business Class seid. Und Mario kommt auch wieder ab Sonntag. Ja, kann ich verkünden. Und ich freue mich auf unseren Stammtisch. Da werden wir auch reden über mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status. Also, kommentiert, macht die Glocke, lasst ein Like da, also Glocke anmachen und ihr kriegt wie immer auch hier den Abspann. Das ist der Klassiker, auch wenn es keinen Vorspann mehr gibt, den Abspann gibt es noch. Also, bis dann, danke, ciao. Thank you.